Einen schönen guten Abend. Ich habe schon viel zu lange kein Phasmophobia mehr gespielt. Geisterevent, Thermometer, Salz. Das ist gut. Ja, die übliche Routine. Ich bin in Prison, auf Profi. Einzige Besonderheit ist, dass ich jetzt so langsam mein Mikrofon vielleicht mal vor mir stellen könnte. Hallo? Hallo? Besser, oder? Genau, Hauptbesonderheit ist jetzt, dass ich auf Prison mich mittlerweile wohl genug fühle, dass ich nicht mehr so viel Pillen mitnehme, also nur noch eine Schachtel statt zwei. Und da gucken wir mal, was es so wird. Fluchttür. Gehe ich zuerst wieder in die Zellenblöcke oder gehe ich nach oben? Ich mag die Zellenblöcke ein bisschen lieber. Ich gehe erstmal in meinen Lieblingszellenblock. Dort, wo er bisher schon dreimal war. Hier ist er wohl dieses Mal nicht. Das Klackgeräusch war ich gerade. Jetzt ist auch immer die Frage. Ich hatte bisher noch keinen Zellengeist. Auch wenn die Chance, wenn es jetzt... Ich weiß nicht, wie die Chance ist, dass er in Zellen sein könnte. Aber es sind halt viele Zellen. Deswegen hätte ich dem sogar eine recht große Chance eingeräumt. Bisher war es immer so, dass wenn ich hier im Trakt einen Geist hatte, war es immer in dem Hauptraum hier. Und deswegen frage ich mich... Ob man diese Zellentrakte ganz einfach abkürzen könnte. Auf den Boden gucken für den Knochen, vielleicht ist er ja da. Und einfach von außen einmal mit dem Thermometer reinhalten. Mach ich gleich noch. Und wenn sich halt keine Temperaturen, niedrigen Temperaturen zeigen, kann man direkt weitergehen. Das wäre so, wie man das hier so ein bisschen exploiten könnte. Bisher noch nichts. Dann gehen wir rüber, das ist zu weit, vielleicht. Boah, ich hätte gerne nochmal einen Vergessen-Zauber. Und zwar möchte ich vergessen, wie es ist, sich an das Gefühl dieses Spiels gewöhnt zu haben. Dass man einfach nochmal mit ein bisschen mehr Axt hier rangeht. Dann könnte man die ganzen Karten nochmal einfach auf Anfänger spielen. Und würde sich trotzdem in die Hose machen, obwohl man noch unheimlich viel Sicherheitszeit übrig hat und den ganzen Krams. Okay, dann ist der Zellentrakt hier untersucht. Dann gehen wir auf die andere Seite. Kriege ich auch gleich den ganzen Mittelteil abgehandelt.
Na, Bibliotheksgeist wäre mal cool. Na gut. Das könnte auch ich gewesen sein. Na gut. Hier auch nichts. Da mache ich jetzt gerade den anderen Zellentrakt. Wo war das Geräusch? Keine Ahnung, ob es von oben kam oder jetzt aus dem Zellenblock. Hier ist die Temperatur auch mal in Ordnung. Hier sind wir noch alle Zellentüren zu. Das ist ein ganz gutes Indiz dafür, dass der Geist nicht hier ist. Trotzdem gucken wir durch. Macht keinen Unterschied. Das war auch ich, das Geräusch. Dann würde ich vermuten, wenn es nicht jetzt der Besuchertrakt ist, mit dem Telefon oder die Dusche, dann bist du nochmal oben. Mein ganzen Gerenne in dem Spiel hier wird irgendwann der kleine Finger taub, weil ich den ganze Zeit auf Shift habe, damit das runtergedrückt ist. Eigentlich ist der, könnte ich da die... Na, funktioniert nicht. Mit Caps Lock. Aber Caps Lock geht nicht. Ich hätte mir noch gerne Autorun. Also selbst wenn ich vor Geistern wegrenne, oder mich verstecke, habe ich immer Laufen-Modus. War das die Sicherung? Oder hast du nur hier... Das habe ich aufgemacht, glaube ich. Ich gucke gleich, ob es die Sicherung war oder... Dingens, aber den Raum mache ich jetzt hier noch fertig. Au. Knochen! Okay. Zellenblock A. Geil. Okay, keine Temperaturen. Ich gucke gerade, ob das die Sicherung war. Das sieht aus nach der Sicherung, die sich nicht hier befindet. Dann mache ich gleich nochmal einen kurzen Abstecher zum LKW. Knochen merken. Hat sich voll gelohnt, in die Zellen reinzuschauen. Die Tür ist offen. Die habe ich nicht aufgemacht. Ungewöhnlich. Sicherung ist nicht hier. Dann muss ich jetzt nochmal raus und erstmal verschnaufen. Und dann bist du wahrscheinlich oben. Fehler gemacht, dass ich nicht am Anfang schon geguckt habe, wo die Sicherung ist. Das sollte man in den großen Karten eigentlich immer machen. Okay, dann. Na, ich habe gerade so die Zeit, wie lange ich jetzt hier in der Karte schon zugange bin, im Auge. Und ist doch ungefähr so lang, wie ich jetzt für die Schule brauche. Wenn ich die einmal komplett
durchgucken muss. Sicherung ist in Vizedirektor Office. Ich nehme noch keine Pillen, sondern renne jetzt hoch, mach die Sicherung, hau die Sicherung rein. Dann hoffe ich, dass er mir nicht gleich... Obwohl, ich könnte ein, zwei Lichter anmachen, wenn die Sicherung rausfliegt. Dann sind unten die ganzen unnötigen Lichter aus. Das ist in Ordnung. So, jetzt habe ich 65 ungefähr. Das heißt, unter 50 bin ich bald. Ich hoffe, dass ich überlebe, weil... Das mit dem Knochen ist wieder cool. Das Einzige, was wirklich komisch ist, dass unten im Bad, in der Dusche, die Tür offen war. Ganz kurz. Waschbecken waren hier nicht. Okay. Hier ist Licht an. Okay. Bist du dann wieder in Warns Office? Ja, okay. Danke. Ja, ja, ist gut. So. Okay. Das ist nett, dass du mir hier das Licht angemacht hast, weil ich weiß gar nicht, wo man es anmachen muss. Dann... mache ich für den Rest des Spiels nichts mehr an der Beleuchtung. In der Hoffnung, dass mir nichts durchknallt. Hier die paar Meter durchs Dunkle kann ich mir erlauben. Ja, cool, wieder das Warden's Office. Ich mag das Warden's Office. Das ist so vom gesamten Verwaltungstrakt noch das interessanteste Zimmer. Kann ich vielleicht auch die Pillen schon nehmen. Wenn ich unter 60 bin, mache ich das auch. Schnapp mir schnell den Knochen. Und mach dann mit der normalen Geisterjagd weiter. EMF, Salz, Geisterevent. Wie schaut es mit der Sanity aus? 59, 58... 57. Ich habe schon Thermometer. Okay, 59. Okay, ja. Lohnt sich gerade so. Kamera. Oh, ich habe keine extra Kamera dabei. Ich depp. Na gut. Dann muss ich mit den Fotos vorsichtig sein. Warum habe ich keine Kamera dabei? Ich habe doch eigentlich alles mitgenommen. Doof. Naja. Aber ich frage mich, warum die Tür zum zweiten Duschraum offen war. Habe ich die vielleicht doch aufgemacht? Ich brauche noch ein Geister-Event. Oh, ich habe jetzt einen Knochen, ich kann wieder fahren. Na gut, dann halt nicht. Und hier mache ich dann auch noch das Licht aus. Ein Lichtschalter mehr, den ich benutzen darf. Hallo, Mr. Knochen.
schnell nach oben. Hab natürlich noch keinen Beweis. Die ganzen Gegenstände dafür kommen jetzt erst. Müssen. Ganz schlimm. Jetzt habe ich den Treibein gar nicht dabei. Bisschen. Keine Lust gehabt, irgendwas zu machen. Okay, ja, ich habe natürlich vergessen, das Licht nochmal auszumachen. Das ist aber nicht so schlimm. Ich komme ja nochmal wieder. Jetzt kommt als erstes noch Buch und Spirit Box. Dann will ich die Sachen, die man in Dunkelheit machen muss, als erstes abschließen. So wie immer. Jetzt hoffe ich, dass wenn ich diesen Lichtschalter betätige... Sehr geil. Dann habe ich nämlich komplett beleuchtet. Bis zum Raum. Den einen Lichtschalter hat mir der Geist freundlicherweise angemacht. Ich weiß nämlich nicht, wo der ist. Danach mache ich noch ein paar einfache Karten. Vielleicht mache ich, versuche ich nochmal so Karten so schnell wie möglich abzuschließen. Was mir bestimmt wieder durch Foto vom Geist kaputt gemacht wird, weil... Nee. Wenn der Geist sich nicht zeigt... Okay, ich wollte das und das mitnehmen. Sehr breit. Ach ja, und schon wieder gehen wir rein. Es ist so gemütlich. Dann kommt als nächstes dann noch EMF und UV-Lampe. Ich mach schon mal an und glüht das Teil schon mal ein bisschen vor. So, ich habe die Kamera nicht in der Hand, Geist, deswegen, weil ich dir auch nicht traue, möchte gerne das Buch hier hinlegen. Wo bist du? Da. So. Hahaha. Da stehst du. Meine Güte, jetzt hast du alle Lichter ausgemacht. Das ist nicht so toll. Hast du jetzt auch die Sicherung rausgehauen, oder? Ganz toll. Das war nicht nett von dir. So gar nicht.
du hast alle Lichtschalter rausgemacht. Das ist echt fies. So richtig Lockdown. Hm? Sag's doch, wie es ist. So, jetzt weiß ich wieder nicht, wo der Lichtschalter für dieses Teil ist. Der ist nicht auf der Seite, oder? Ah ja. Buch. Wie immer noch einen zweiten. Und lass uns gehen. Huch, hallo Tür. Ich hatte so geil erleuchtet. Und er musste mir dann echt noch die Lichtschalter ausmachen. Okay, auf jeden Fall habe ich schon, zumindest schon mal das Buch. Ich hoffe auf einen Orb. Ansonsten habe ich noch EMF und Fingerabdrücke. Fingerabdrücke müssten sich mittlerweile schon finden lassen, wenn er sie hinterlässt. Der hat genug gemacht. Foto vom Geist habe ich schon, das finde ich auch gut. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel Sanity das gekostet hat. Das kann ja auch ein Hinweis auf den Geist sein, je nachdem, wie viel ich jetzt so runter habe. Ist immerhin zweimal erschienen. Und es ist noch ganz gut übrig, würde ich sagen. Gut, durch Salzwandern kommt gleich noch. Erst aber die UV-Lampe und das EMF. Und wir gucken natürlich nach einem. Orb. Sieht jemand einen Orb? Ist nicht sehr gut ausgeleuchtet. Ist darum. Er war links. Also ich könnte gucken, falls es einen Orb gibt, ob ich die Kamera aufs Pult da lege und dann so eine Richtung von dem Bücherregal zeige. Knochengeist-Interaktion. Ah, gut, dass ich nochmal den Geist extra fotografiert habe. Den einfach mal auch schon. Sehr gut. Dann geht's weiter. Ich muss auf jeden Fall noch einmal hoch wegen dem Salz. Das heißt, ich kann die Sachen mehr oder weniger da reinschmeißen. Und wenn ich dann die Beweise zusammen habe, dann könnte ich ja schon gehen. Fehlt es da noch an Salz? Da kann ich sogar beide Salzhäufchen mitnehmen. Salzstreuer. Grummel. So schönes Licht hatte ich hier. Da diese Lampe war an. Sie hat diesen Raum wunderbar beleuchtet. Zwei haben wir schon mal. Hatten wir schon mal. Ich leg's mal hier drauf. Jep, da haben wir den Fingerabdruck. Ups. So, letztes Foto. Ja, dann
Kann ich die schon wieder ausmachen? Ich wollte die Kamera so ein bisschen, ne? Ohne Stativ ist das echt nicht so toll. Okay. Aber sieht gut aus. Zweiter Beweisfingerabdruck. Jetzt fehlt nur noch, ich vermute, EMF. Ich kann die Geisterbox gleich nochmal probieren, wenn ich nichts kriege oder keinen Orb finde. Bisher läuft die Runde sehr smooth, muss ich sagen. Der Geist hat sich direkt gezeigt, finde ich super. Interaktion, Fingerabdrück haben wir auch. Jetzt kann ich, wie gesagt, keine Fotos mehr machen, aber was soll jetzt noch kommen? Wasser vielleicht, aber das ist dann auch nicht mehr wichtig. Und noch einmal gucken wegen... Oh. Kein Orb? Nicht so aus, dann will ich den Orb eigentlich schon ausschließen. Fingerabdrücke. Spirit Revenant, irgendwie habe ich mir das gedacht. Revenant ist MF und Spirit ist Geisterbox. Okay. Dann kann es schon mal kein Orb mehr sein. Dann versuchen wir die Salzgeschichte zu kriegen. Und dann ist ja die Marschrichtung klar. Ich tendiere dazu, den Revenant zu vermuten. Ich vermute bisher den Revenant. Geisterbox springt in den meisten Filmen beim zweiten Mal an. Manchmal dauert es 3 oder 4. Nicht so oft allerdings, deswegen. Und da ich noch nicht viel nach dem EMF geguckt habe, geht meine Vermutung dahin, aber ich habe noch genug Sanity, um es genau zu untersuchen. Alle Fälle hebe ich einen noch auf. Dann möchte ich das hier und meine schöne Geisterbox. Das brauche ich nur noch. Danke, das kostet wieder meine Sanity. 4. 4 ist zu wenig. Wir müssen mal durchgerannt bisher. Das ist ein bisschen arm. Solche Sanity habe ich jetzt nicht mehr zu verbraten. Da bist du durchgerannt. Unglaublich. Entgegenkommen und dabei mir ein EMF 5 spendieren.
weiß ich natürlich nicht, wie viel Sanity mir noch geblieben ist. Immer noch zwei. Gib mir fünf. Abklatschen mit dem Geist. Mir jetzt auch das Ding egal sein. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal probieren soll. Tot, oder? Scheiße. Ich bin tot. Wenn er mich einholt, dann war es ein Revenant. Oh oh. Ich kann nur weglaufen. In der Hoffnung, dass er mich nicht einholt. Okay, also, ein bisschen seltsam. Der Revenant holt einen eigentlich ein, wenn er jagt. Er ist schneller. Ich habe mich nicht vor ihm versteckt. Er war halt unglaublich nah. Und dann habe ich ihn irgendwie abgehängt. Keine Ahnung. Eigentlich habe ich gedacht, ich würde das jetzt nicht überleben. Weil ich dachte, er müsste mich eigentlich einholen. Und hier steht das. Revenant. Wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. So, ich habe den Spirit. Gott, das ist egal. Ich habe bei beiden kein eindeutiges Ergebnis. Ich hatte eigentlich auf die Geisterbox nur noch gehofft. Deswegen sage ich jetzt Spirit, weil ich gedacht hätte, der Geist würde mich umbringen. Ich weiß nicht, wie viel schneller er ist. Deswegen sage ich jetzt Spirit. Aber es ist leider trotzdem geraten. Es wäre auch eine gute Übung, mal zu wissen, ob der Revenant einen wirklich gut einholen kann oder nicht. Er muss ja ein bisschen hinter mir gewesen sein, aber er kann mal näher machen. Hat immer mehr das Dings. Ah, es war ein Spirit. Okay, cool. Tatsächlich aufgrund der Eigenschaft oder einer nicht vorhandenen sein, eine Eigenschaft rausgefunden.
Cool. Ja, dann mache ich gleich bestimmt noch mehr Aufnahmen. Ciao.